Hey Leute, wir sind heute bei Axel in Schwerte und der Axel, der hat ein Süßwasser-Aquarium mit den Maßen 1,60 Meter, 80, 60. Das hat er sich damals so bauen lassen, wurde dann hier auch angeliefert und aufgestellt, montiert. Und der Axel hat damit so ein paar Problemchen. Wir werden das Becken auf jeden Fall austauschen, weil das hier hat ein paar Kratzer und einen üblen Innenfilter hinten eingeklebt, hinter einer komischen Rückwand. Da werde ich später noch was zu sagen. Wir werden das Ding neu bepflanzen, neuen Bodengrund, Wurzeln fliegen raus, kommt ein Ast rein und neue Filter anschließen, CO2 vernünftig machen, alles Mögliche. So dass hier am Ende des Tages ein ganz neues Becken stehen wird, bis auf den Schrank und die Abdeckung. Was ich wirklich niemals irgendwem empfehlen würde, ist hinten im Becken einen Filter einzubauen. Also zum einen kommt man extrem schlecht dran, wenn man die Filtermaterialien mal sauber machen will. Man hat die ganze Suppe wieder im Becken drin. Zum anderen nimmt es natürlich im Becken auch unheimlich viel Platz weg. Und es ist ja viel, viel einfacher, einen Außenfilter mitzunehmen, in die Badewanne, in die Dusche zu stellen oder auf die Terrasse, den da ordentlich sauber zu machen und wieder in den Schrank zu wuchten. Das macht natürlich viel, viel mehr Spaß, als hier hinten in so eine Kammersystem dann rumzuwühlen. Wir haben permanent stehendes Wasser hinter dieser Rückwand hier. Rückwände generell kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also erstens finde ich, sehen die alle furchtbar aus, weil man sieht, das ist kein natürliches Material. Die können noch so gut gemacht sein, aber man sieht einfach, es ist von Menschenhand gemacht. Kann man sich Mühe geben ohne Ende. Die sind schweineteuer, die Dinger. Und die veralgen auch. Also Hardscape generell ist für mich ja immer so ein bisschen Dorn im Auge, weil man hat immer so eine Algenpatina drauf. Und auf diesen Rückwänden ja sowieso. Ne? Die sind sehr, sehr nah oben an der Wasseroberfläche, ein Teil davon. Und das veralgt eigentlich immer. Und dann sehen die auch immer irgendwann unschön aus. Es sei denn, man nimmt die zwischendurch raus und klort das ganze Becken oder so. Dann vielleicht nicht, aber das kann es ja nicht sein. Kriegt ein paar Hundebaby auf. Ne? Hallo. Ja, das ist mein Liebling. Ne? Ja? Mhm. Oh, nicht anpinkeln bitte. Ich muss noch ein bisschen arbeiten heute. Nö, machst du nicht sowas. Nein. Kriegst du denn auch immer schön das Bäuchlein massiert? Schick das mal Janine. Was sind hier für Lampen drauf? Also ich weiß nicht genau, wie die heißen. Diese schmalen hier, die sind vom Aquarienbauer, die hat er mitgeliefert. Das hat natürlich hinten und vorne überhaupt nicht gereicht. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, mit zwei so ganz schmalen LED-Streifen hier ein 80 tiefes Becken auszuleuchten. Jetzt fange ich schon wieder an zu meckern, ja? Aber es ist einfach. Das habe ich auch übrigens schon bei jemand anders gesehen, der auch von diesem Aquarienbauer ein Becken hatte, dass der auch diese beiden LED-Streifen da drin hatte und damit völlig unzufrieden war, weil es einfach völlig unterbelichtet ist. Dann hat der Axel von der Firma AquaGrow noch zwei dieser LED-Balken hier besorgt, weil er da schon zwei hat. Und ich denke, wir gucken uns das nachher mal an, wie das so funktioniert. Ich kenne mich leider mit dem Licht überhaupt nicht aus, deswegen kann ich da jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Aber ich denke, es wird schon auf jeden Fall funktionieren. Aha. Oh ja. Das ist natürlich massiv Licht, ne? Ja, so kann man sich ein Aquarium auch natürlich zerschießen, wenn man das mit ungefähr gar keinem Licht ausstattet. Von Anfang an. Lichtfarbe ist auch top. Also das ist jetzt so die Hälfte der Beleuchtung, die der Aquarienbauer hierfür empfohlen hat. Ich weiß jetzt nicht, was mit der anderen Hälfte ist, aber... Ja, man sieht, es ist an, aber... Irgendwie nicht. Irgendwie so. Auch nicht. Ja. So ein bisschen halt, ein bisschen an. Sieh mal zu. Ja, schön, dass du mit der Hand noch vor den Schrank gehauen hast. Ist auch das Mindeste dabei. Hier. Weg den. Sieht doch nicht so vertrauenswürdig aus, da dieses Kabel. Nee. Lebensgefährlich. Das weiß ich jetzt nicht, aber. Sieht auf jeden Fall erstmal nicht so gut aus. Was ist das denn? Warte mal. Das ist der, das ist der. Jetzt das Licht wieder aus. Und das hier ist auch mal anders. Aha. Wenn aus Schlauchrohr wird. Siehst du das? Junge, was ist das denn? Guck mal hier. Das meine ich, wenn aus Schlauchrohr wird. Oha, das ist fast brechen, das Ding. Heftig. Ist das heftig? Was ist denn das für ein Schlauch? Ist das wirklich Akustikschlauch? Das sieht für mich aus wie so ein Elektro. Nein, das ist so ein billig Gartenschlauch. Das Schlimme ist, der schämt sich da nicht mal für. Ich muss den Patrick anrufen. Ich
war so im Stress die letzten Tage, da hat er mich angerufen. Entschuldigung, Patrick. Das stinkt aber auch direkt wieder faulig. Schöne Albino-Panzerwelle. Tja, und dann sind wir natürlich auch hier wieder in einem Bereich, wo wir kalkhaltige Steine haben. Ne? Das ist ja da immer diese Mini-Landschaft, die einfach verkauft wird, ohne dass sich Gedanken über die Konsequenzen gemacht wird. Weil sowas hier, ne? Ist leider nicht so geil, je nachdem, was man so vorhat. Die ganzen Fische, die hier drin sind, werden verteilt. Also der Axel nimmt ein paar, der hat noch ein kleines Becken oben stehen. Ich glaube so Richtung 200 Liter oder so. Also so irgendein Nanobecken halt. Ein paar werden dann weiter vermittelt. Noch Prachtschmerlen drin. Müssen wir mal gucken. Tun wir wahrscheinlich in 4.500 Liter Becken noch zu anderen Prachtschmerlen dabei. Die Pflanzen fliegen alle raus? Von dem Helfer hier vorne werden wir ein bisschen was wiederverwenden. Ein bisschen sauber machen, zurechtschneiden und nochmal als Bodendecker mit einsetzen. Das für die Fische? Ja. Also für die Fische, die wir mitnehmen, lass jetzt mal sauberes Wasser noch ab, bevor wir jetzt hier alles irgendwie trüb haben. Kannst du hier schon mal Blubber drauf machen? Jo. Pflanzen! Was meinst du, was diesen ganzen Schleim da verursacht? Das werden Cyanobakterien sein. Ich denke, dass hier irgendwie Nährstoffungleichgewicht drin ist. Zumindest mal das. Schlechtes Pflanzenwachstum, wie auch immer. Aber ich glaube, das lohnt gar nicht, das großartig noch zu überprüfen. Weil ja eh so viel umgebaut werden sollte, dass es gar nicht in Frage kam, das Becken jetzt im laufenden Betrieb zu sanieren, sondern einfach schon klar war, dass wir das einfach neu starten werden. Ne? Genau, mit dieser Rückwand und diesem Innenfilter, das ist eine Katastrophe. Lasst euch sowas niemals andrehen. Es ist das allerletzte. Was so schlecht vom Handling her und es sieht doch einfach überhaupt nicht schön aus. Richtige 80er-Jahre-Aquaristik, sowas, so einen eingeklebten Innenfilter. Jetzt mal ganz im Ernst, hier hinten ist alles voller Filterwürfel. Wie will man denn da bis ganz unten dran kommen, um das mal sauber zu machen? Das geht ja gar nicht. Man kann schon Aquarien sehr, sehr lange Zeit mit Filtern laufen lassen. Aber wenn man das jetzt leer macht, die Suppe kommt ja hier überall raus. Ne? Das ist ja auch... Nee. Und echt nicht alles, was man früher gemacht hat, ist besser. Wirklich nicht. Was passiert mit dem ganzen schönen Hardscape? Ich glaube, das wird der Axel für oben dann wieder verwenden, glaube ich. Also wir werden es nicht tun hier auf jeden Fall. Sollte auch reduziert werden, das Hardscape. Das heißt, wir haben einen schönen Ast. Und das war's. Ein pflegeleichtes, schönes Pflanzenbecken. Ganz nach meinem Style. Geschmack. Eine Welshöhle. Schön. Sehr schön. Sowas brauchen wir nicht. Dann sieht man die ja gar nicht, wenn die sich verstecken können. Ohne Witz, ich war mal, das ist schon sehr lange her, 15 Jahre oder sowas die Richtung, war ich mal in einem sehr, sehr großen Zoo. Markt. Und da waren Sandaale in einem Aquarium. Viele von euch werden sie nicht kennen, aber Sandaale sind so Tiere, die sind ungefähr so dick wie der kleine Finger hier von mir. Und im Meer, total geil beim Tauchen, gucken die eigentlich immer so aus dem Sand raus. Bis hierhin ist Sand und die gucken oben raus und stehen gegen die Strömung und fangen Plankton. Und der Sandaal, wie der Name schon sagt, lebt halt im Sand. Das heißt, er muss sich komplett in so eine Röhre zurückziehen können. Deswegen brauchen die eine relativ dicke Sandschicht. Und in diesem sehr großen Zoofachgeschäft waren Sandaale in dem Becken, wo so viel Sand drin war. Und ich war damals noch nicht so mit allen Tieren fit und hat dann den Verkäufer gefragt, was das ist. Und er sagte Sandaale. Ich wusste zumindest, dass die Sand braucht. Und ich habe gefragt, ja, aber brauchen die ja nicht Sand? Ja, dann sieht man die ja gar nicht. War die Antwort, wirklich. Qualifizierte Antwort eines Zoofachhändlers in einem sehr großen Geschäft. Das ist ein Argument, ne? Also ist ein Argument, ja, man sieht die ja wirklich dann nicht. Ne? Ja. Das geht ja auch nicht. Nee, also, stimmt. Warum hat man dann sonst ein Aquarium? Richtig, richtig. Die drängeln sich gar in den Vordergrund. Weißt du schon, was da als neuen Besatz geplant ist? Skalare. Blaue? Und das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Skalare und aber auch Rotkopfsalmler, weiß ich. Ah, ja, stimmt. Boah, hier ist was los. Geil. Ich kenne da jemanden, der betreibt einen Großhandel für blaue Skalar. Blauer Skalar 24. Weißt du, das wird dann so ein bisschen wie beim Lohmeier, das Style? Ich denke mal, ja. Das war, glaube ich, auch sogar angesprochen, dass es so die Richtung, schön. Richtung kriegen soll. Da kann man sich doch freuen.
Ne? Wird ja oft auch in den Kommentaren schon mal, ich lese ja doch schon mal quer drüber, wird ja dann geschrieben, ja, irgendwie machst du ja doch immer das Gleiche. Natürlich mache ich irgendwie immer das Gleiche, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ist ja irgendwie logisch, ne? Also keiner, der irgendwie sich über fast schon Jahrzehnte, kann man fast sagen, sich irgendwie ein Konzept zusammengebastelt hat, was halt richtig gut funktioniert, wird ja davon abweichen, nur um irgendwie was anderes zu machen. Klar entwickelt man weiter, logisch, ne? Und guckt, dass man das immer weiter ausarbeitet, neue Sachen dazu nimmt, um das zu verbessern. Das heißt aber nicht, dass das Grundkonzept einfach weg ist. Ich meine, beim Inselscape haben wir es ja tatsächlich gemacht. Viel Hardscape, dadurch reduzierte Pflanzenfläche. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt jemandem ans Herz legen, der mit einem Aquarium große Probleme hatte. Da müssen wir gucken, dass es so einfach wie möglich startet, damit der Erfolg auch da ist. Weil wenn wir jetzt hier ein Becken hinstellen, was dann wieder nicht funktioniert, dann wäre der Axel unfassbar frustriert wahrscheinlich und wird irgendwann alles hinschmeißen. Das ist ja auch so der Lauf der Dinge. Deswegen funktioniert ja auch Aquaristik nicht und ist letztendlich der Untergang von unserem wunderschönen Hobby, weil die Leute einfach irgendeinen Mist angedreht kriegen, der nicht funktioniert. Und am Ende ja, gibt es Algenprobleme oder sonst irgendwas und die Leute schmeißen hin. Und dann heißt es, Aquarien funktionieren nicht, das ist total schwierig. Diese Plastikpflanzen, die veralgen immer. Meine Kiesmatte ist immer dreckig. Was weiß ich. Ja, also solche Argumente kommen dann ja. Und das ist total schade, finde ich. Weil eigentlich kann man es relativ simpel gestalten. Und ne? Vor allem, es ist ja noch sehr individuell eigentlich trotzdem. Ja, klar. Ja, also gestalterisch. Ja, sicher. Gestaltungsmäßig. Ja. Aber ich meine, das ist ja im Prinzip, bei den Pflanzen ist es ja schon fast ähnlich, sag ich mal, wie bei den Meerwasserfischen. Man kriegt unheimlich viel, aber nicht alles funktioniert. Ja? Und ich bin halt sehr reduziert darauf, auf die Arten, wo ich gemerkt habe, dass man die einfach vermehren kann, die immer gut wachsen, wenig Probleme machen. Ne? Wir waren letztens beim Thomas und die hatten so ein, zwei weiße Anubias rumstehen. Ne? Die sind ohne Chlorophyll und nehmen die Nährstoffe dann irgendwie nur über die Wurzeln auf oder was. Sind im Aquarium so gut wie unhaltbar. Manche Leute wollen sie trotzdem haben, ein bisschen dann rumprobieren. Ne? Aber wurde uns ja auch so gesagt. Ne? Und sowas braucht man nicht in ein Aquarium stellen, nur mal um was Neues zu machen, damit die dann zwei Monate später als brauner Matschhaufen irgendwo rumliegen. Das hilft keinem weiter. Und deswegen ziehen wir so das Ding durch eigentlich. Ne? Und gucken, dass wir schöne Aquarien für glückliche Menschen aufbauen. Dico-Wachs. Oh. Ja, und das ist das, ne? Guck mal, jetzt, sagen wir mal, das ist im laufenden Betrieb, das Becken. Wie willst du denn hier hinten, unten, ich habe ja schon lange Arme, ne? Wie willst du denn da vernünftig drankommen? Das ist doch das allerletzte hier. Schneidest den Arm ja an der Strebe auf. Warum? Stellt sich mir die Frage, damit ich 20 cm weniger Platz im Becken habe. Das macht mich schon wieder wütend. Komme ich gar nicht dran. Guck hier, ist alles schon wieder. Ich komme da nicht dran, kannst vergessen. Das Geile ist, hinten kommst du gar nicht mehr dran, weil da sind auch, bis hinten hindurch sind da Würfel drin, aber du kommst überhaupt nicht dran, weil die Rückwand bis an die Strebe dran ist. Also du hast überhaupt keine Chance mehr, da irgendwie dran zu kommen. Natürlich, irgendwie ist das ja alles nichts, ne? Hast du da Futterreste drin kleben und den ganzen Rotz? Schön ist das nicht. Schön ist was anderes. Und eigentlich sind da auch immer Fische irgendwie hinten drin, ne? Wenn du mal so Neons hast oder so, zack, das ist nicht gut. Schneller, ich hab schon welche. Das wirst du nicht schaffen damit. Sonst geh da einfach raus, halt ihn einmal unter den Schlauch. Warte doch. Immer so ungeduldig. Nie im Leben. Dann musst du schon mit trinken, sonst wird das nichts. So geil, wenn ich recht habe. Halt einfach. Was, bitte? Abmahnung. Aber der öffnet einfach seine Post nicht und deswegen kommen die nicht an. Ja, aber da, die Farbe blättert auch so ein bisschen, glaube ich. Ne? Guck mal, da war ja mal so Holz. Ja. Wie alt ist das? 6 Jahre, ne? 6. Mhm. Rückwand würdest du auch nicht nochmal machen, oder? Nein. Was bestimmt viele gar nicht wissen. Es gibt ja den Ineos, heißt der, glaube ich. Ne? Das ist der Metallpanzerwelt. Und der Albino ist quasi auch der Metallpanzerwelt. Das ist halt nur dann gezüchtet. So, mal ein bisschen Fachwissen hier. Sehr interessant. Nicht wahr? Ja. Ja, ich finde, so ein bisschen kann man sich da ja auch mit beschäftigen. Ne? Ja, so ein paar Fischfakten. Ne? Das ist ja genauso, wie viele gar nicht wissen, dass die Sumatra-Barbe, oder andersrum, die Moosbarbe ist eigentlich der gleiche Fisch wie die Sumatra-Barbe. Die ist einfach nur so gezüchtet, dass die diesen großen Grünanteil hat. Ne?
Also es ist überhaupt kein Problem, als Beifisch quasi für die Sumatra-Barbe eine Moosbarbe zu nehmen, weil das ja eh der gleiche Fisch ist. Sind alles Dreck. Ne? Warum? Weil die andere Fische angehen. Ne? Alles, was lange Fäden hat, Skalare, Fadenfische, Guramis, ne? Die werden sowieso schon abgefressen. Aber Sumatra-Barben generell sind eigentlich super aggressiv und sogar innerartlich auch. Ne? Also irgendwann fangen die meistens an, sich dann auseinanderzunehmen. Und sowas will ja eigentlich keiner im Heimaquarium haben. Sind ja noch Größe S. Größe S und Größe T. Größe T? T. Hm. Tiny. Noch kleiner? Ja. Ja gut, sonst passen die auch nicht in 60er-Sets. Ne? Ja. Muss man ganz klar sagen. Ganz logisch. Pangasius noch dazu. Ja. Was ist das denn? Hat kein Panzer, oder? Nee, das ist eine Prachtschmerde. Alter. Boah, die geht aber richtig steil. Das sind zwei. Das ist Paranoia, oder was? Oh. Hast du? Nee. Nee. Unter der Deck. Oh, da hab ich dich. Eine oder beide? Eine. Weg ist sie. Hier ist sie. Die ist hier. So, ich glaube, das war das fischmäßig, ja? Großer Kryptokorinen-Fan. Meine sind eingegangen. Die kommen wieder. Die kommen immer wieder. Das ist eigentlich unkaputtbar, das Zeug, ne? Kryptokorine ist schon... Schon mehr Skalare für gesund. Jetzt lange mal austauschen, weil sonst wird die einfach ja, zu schwer. Richtig. Ne? Bitte. Hört sein Meckern auf. Ja, kannst du. Ist nur am Schimpfen, der Typ. Der richtig gute Blumendünger hier. Meinst du, wie die Hortensien? Heute Mittag sind die alle am Blühen. Der verdampft einfach nur das Wasser. Macht da ein Aerosol der Aquaristik. Können wir abfüllen vielleicht. Oh ja. Die Essenz der Aquaristik. So als Aftershave. Eau de Filtreux oder so. Warte, der ist doch noch eingesteckt. So, dann muss man schneller sein. Och, Junge. Weißt du, warum die Seiten foliert waren? Nee. Wir hatten da mal drüber gesprochen, aber so richtig genau weiß ich es, glaube ich, nicht mehr. Ist am Start. Vorsichtig mit der... Ja. Warte, ich muss hier drunter packen, eben. Boah, doch schon ganz schön schwer. Ja, ne? Sicher. Oha. Die sollte runter. Das sollte man rauswuchten, ne? Stellen wir auf den Rasen. Das klappt ja gut eigentlich. Jo. Zeit haben wir. Die Zeit ist abgelaufen. Okay. Ja, die Griffe müssen wir gleich umsetzen, bevor wir da draufheben. Aber stellen wir das erstmal auf dem Styropor ab, ne? Weil so sind die ja vor der, ne? Und so weiter. Du weißt, was ich meine. Aber jetzt ein Schweinenasen-Sandwich. Oder ein paar Otternasen. Die letzten zwei Wochen waren schon heftig, Janis. Würde ich so jetzt auch nicht nochmal machen. Nicht? Nee, der Jürgen hat angerufen. Um mal ein bisschen zu teasern. Wir müssen ja beim Jürgen noch das Becken umbauen. Ne? Das 2-Meter-Ding. Der hat ja eine Beckenauflösung gekauft. Und das Becken ist voll mit Korallen, sagt er.
aber alle mit Steinen dran. Das heißt, die müssen wieder raus, Steine runter und nur die Korallen einkleben. Und da der Jürgen einen Leistenbruch hat, kann ich das dann schön mit dem Dustin alles machen. Ist ja auch geil, also freue ich mich drauf, habe ich Bock drauf. Gehst du dann baden? Na, ich denke mal, wir pumpen das Ding leer. Ja. Halb, ja. Ich habe mir gerade einen Halter umgelegt. Mhm. Vorsichtig. Ganz behutsam. Ja, alles klar. So, jetzt auf diese Box, sagst du? Ja. Genau. Gute Einhell-Akkuschraube. Mit 13 mm Bohrfutter. Und der wird jetzt zwischendurch immer mal ein bisschen aufgeben, weil er halt im Teich lag, aber. Eins A immer. Drei, zwei, eins. Zu mir, zu mir, zu mir. Nee, zu euch, zu euch. Ja. Ja, passt. Ein so. Einrichtungsgegenstand haben. Sehr geil. Der soll unbedingt. Zur Freude vom Herrn Setzer. Oh ja. Steht auf Kokosnüsse. Ja. Darf in keine Becken fehlen. Warum der es wagt, mich so von der Seite anzuquatschen. Ich muss hier in so Schränken drin rumschrauben. Auch nicht schön. Aber fange ich deswegen an zu meckern? Habt ihr mich schon mal meckern? Noch nie habe ich gemeckert. Wieder mal der ASMR-Reaktor. Richtig. Wo kriegt man den denn? Kriegt man den bei Aqua Herford vielleicht? Wir haben auch schon ganz lange keine Affiliate-Werbung mehr gemacht. Ganz wichtig. Immer alles mit Schlauchschellen sichern. Ich meine, das hat der ein oder andere schon mal gesehen in irgendeinem Video von uns, aber es ist tatsächlich, es ist einfach essentiell, immer alles sichern. Irgendwann geht ein Schlauch flöten. So, und dann haben wir den Salat. Hol dir doch einen Kampffisch. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich ja dazu tun. Nee. Warum das denn nicht? Sehr knapp bemessen hier, der Schrank. Ich glaube, der ist auf einen innenliegenden Filter ausgelegt. Ah! Das drehe ich aber gleich durch hier. Mann! Das reicht's mir aber gleich. Hier oben schließt man nur V-Klärer an. Und nach oben. Ich bin so stolz. Danke, Mann. Warum filmst du das? Was ist das? Lasst mich doch alle in Ruhe, ey. So haben wir die 1 Million Abonnenten geschafft. Hätten wir das vorher gewusst. Das ist der Titel vom nächsten Video. eBay Kleinanzeigen, Aquaristik, Unchained. Der große neue Trend der Aquaristik. Ist nachhaltig auf jeden Fall. Ja, ist echt so. Richtig. Wie gesagt, Lido Meerwasserprojekt läuft. Kannst du bitte nicht so laut sagen, das ist mir voll peinlich. Hört doch keiner. Sieht aber schön aus. Sieht schön aus. Sehr schön. Würde ich sagen, können wir jetzt mit der Inneneinrichtung anfangen. Es gibt neue, ungeahnte Möglichkeiten. Ich habe nämlich hier etwas Neues ausprobiert. Es ist ein Bodengrund auf Lava-Basis. Und das wirklich Wichtige daran ist, dass da der Biomagnet Clarifier umsonst mit dabei ist. Nee, das ist natürlich ein Bodengrund auf Lava-Basis, hat sehr schöne Nährstoffe, beeinflusst natürlich auch den pH-Wert nicht, kennen wir ja von Lava. Und den würde ich gerne als Untergrund nochmal mit einsetzen, dann würden wir den Soil ein bisschen reduzieren und damit ein bisschen höher aufbauen, weil der Soil, der verdichtet sich ja sehr stark nach einiger Zeit und der Lava-Untergrund, der bleibt schön stabil. Das Zeug, das krallt ja auch so ineinander, das heißt, der verrutscht nicht, verrüttelt nicht so wie jetzt Kies oder sowas, dass der einfach sich irgendwo verteilt, sondern bleibt dann schön formstabil. Ich kann das ja mal eben hier nochmal zeigen. Ach, der ist dann doppelt. Gleich zu. Ich habe nämlich die großen Säcke jetzt mal bestellt. Vorher hatten wir nur die kleinen. Ne? Ja, mal eben noch zu der Deko hier. Das ist wirklich das einzige Hardscape, was hier in dem Becken bleiben wird. Und das werden wir jetzt mal so einbauen. Ich glaube, ich stütze mir das auch mal eben ein bisschen
ab, beziehungsweise kippt da direkt mal den Sack drauf wahrscheinlich, dass das hier genau drunter geht, hier oben. Habe ich hier, wird auch oft gefragt, auf eine PVC-Platte montiert. Diese Platten braucht man eigentlich gar nicht probieren, die so irgendwo zu kriegen, sind sehr teuer. Ich kriege die halt, die Abschnitte, also ich ziehe mir die quasi aus dem Müll raus bei meinem Kunststoffbauer. Aber man kann eigentlich, ja, diverse Kunststoffe nehmen. Oder wenn man das jetzt nur einmal macht, vielleicht auch einfach beim Glaser sich eine Platte, eine Glasplatte eben ein kleines Loch einbohren lassen, geht auch. Hier drauf ist ein Korkeichenast montiert und da werden wir gleich noch ein paar Pflänzchen wahrscheinlich draufsetzen. Das eine oder andere müssen wir mal gucken. Und ich würde sagen, wir starten wir mit dem Bodengrund jetzt. Ne? Also den kann man natürlich auch alleine verwenden, den Bodengrund. Ne? Wer sowas schön findet, der sieht ja auch optisch, ist der sehr ansprechend hier. Ne? Buchen wir jetzt mal da rein. Da ist er. Tada. JS Aqua XXL Sandflatten. Guck mal, wie ich den Sand hier mit flatten. Das ist immer ziemlich cool. Guck mal, der Biomagic Clarifier ist direkt. Preist nicht direkt an, kann man sagen. Ob man den wohl auch einzeln erwerben kann? Stimmt. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Sandflatten. Ist nicht gut, ne? Kerblech. Ja. Was soll ich denn jetzt mit so einem Popelsding da für 39,95? Ja. So, die Platte mal jetzt nicht mit dem Zeug mit. Wie viele von euch wissen, bin ich keiner, der sprüht, sondern ich hau direkt Wasser rein und gebe Vollgas, weil Zeit ist Geld. Ich habe auch keine Lust, hier künstlich irgendwas hinauszuzögern. Ein Zoll von der Firma Tropica, der uns ja auch schon in der Vergangenheit ein Algenwachstum beschert hat am Anfang, was aber doch relativ schnell wieder vorüber ist. Ja, ansonsten guter Soll. Da werden wir jetzt mal 2-3 Sack von verwenden. So wird hier rumgesäult. Jetzt soll doch nicht so rum. Soll doch mal nicht so rum. Der Lauritz eigentlich auch soll im Becken. Im Stacheleibecken nicht. Nee. Ist ja feiner Sand, weil die sich ja vergraben und so weiter. Ja. Das mögen die Stachelaale gar nicht sehen. Vom Amt für Stachelaal-Aquaristik ist das doch überhaupt nicht abgesegnet. Nee. Früher, als wir noch nicht in der EU waren, da durfte man das noch bei Stachelaalen, aber mit den neuen Gesetzen der EU ist das tödlichst verboten. Wo ist mein Flattener? Oh, könntest mir einfach so einen Riesenflattener machen aus Holz und Gold lackieren, dann kann ich immer. So ein Paddel oder so. Ja, Gold lackieren ist, glaube ich, schwierig, oder? Das geht doch muss schon vergoldet ab. Sein. Vergoldet, so ein Paddel oder so wäre geil. Vergoldetes Paddel. So ein kurzes Paddel. Das würdest du dann mitnehmen? Das würde ich dann zum Flatten auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Wie soll ich das sonst machen, alles hier? Das? Flatten. Was brauchen wir als nächstes? Pflanzen. Pflanzen? Nicht? Wasser. Ich kann doch nicht pflanzen ohne Wasser. Janis. Immer erst ein bisschen Wasser. Dann ein bisschen pflanzen. Ganz vorsichtig. Dann ein bisschen pflanzen und dann wieder ein bisschen Wasser. Die riesigen Aquascaper, die befüllen ja so ein 950 Liter Becken auch nur mit dieser Sprühflasche übrigens. Ja, das stimmt. Die sprühen so lange, bis das voll ist. Es muss auch mit Zewa bedeckt werden vorher komplett. Das ist auch richtig. Weil sonst geht das nicht. Es ist sehr schade, dass ich noch kein richtiger Aquascaper bin. So eine große Sprühflasche hast du ja noch gar nicht. Ich könnte mich ja auch mal für den IALPCLDKV bewerben. Internationaler Aquascaping Contest. V? Verbund. Könnte auch so bleiben eigentlich, ne? Minimale Beleuchtung. Hat schon was Modernes. Ein paar Discos, ein paar Stachelrochen. Guck mal, was man auch noch mit so einem Sandflattener machen kann. Alter. Zum Beispiel das hier. Boah, ist das krass. Direkt den Clarifier mit rein tun. Du meinst an die Quelle hier? An die Quelle des Übels. Dann hast du die perfekte Dispersion. Wenn du das für richtig hältst, bist du ja der Experte. For new tanks, place sand or gravel, decorations and water into tank.
Use scissors to open packet, keep away from eyes and mouth. Add those to a jar of aquarium water first, mix, then add slowly into the aquarium. Du willst jetzt ja noch nicht sagen, dass wir jetzt die ganze Zeit den Biomagnet Clarifier falsch verwendet haben, oder? Wieso ist denn das Wasser hier so lila? Das ist das Wasser, das ist der Becher. Wenn du mich jetzt fragst, warum der Becher so lila ist, sag ich nicht. Weil wir richtig krasse Chemikalien benutzen. Hier so auf Himbeerbrause. Ja, der macht den anderen auch noch ein. Meinst du, das macht jetzt einen Unterschied? Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich aber auch nicht. Ich wüsste nicht, wo der Unterschied sein wird. Achtung! Ja, ich habe diese schönen Pflanzen mitgebracht, die ich ausgesucht habe für dieses wunderschöne Skarp. Ich denke, ich werde die jetzt auch einfach reinhauen, oder? Ja. Ich fange mal vorne so ein bisschen an. Rotala. Jeder kennt sie und liebt sie. Sehr schöne Pflanze. Hervorragend für den Nietelgrund geeignet. Um dichte Gebüsche zu erzeugen. Hast du die eigentlich auch im Becken? In meinem? Mhm. Nein. Tatsächlich nicht. Das wäre nicht so schön. Das ist überhaupt nicht schön. Jeder sollte sie haben. Ich habe tatsächlich nur Hygrophila pinnatifida. Nichts anderes? Ne. Ist aber auch ein bisschen komisch, oder? Man muss halt mal neue Sachen ausprobieren, ne? Mach ich ja. Regelmäßig zu mir jetzt damit unterstellen, ich wäre festgefahren in meiner Pflanzenauswahl. Nein. Was? Ja, ich muss halt sagen, ne, ich habe ja ein paar Sachen ausprobiert und ein paar haben sich auch durchgesetzt davon, aber ein paar sind auch einfach echt für nah. Muss man einfach sagen, für meine Art der Aquariengestaltung ist das halt dann nichts, ne? Was ist das? Alternatera, Rhein-Neckar Mini. Die einzige Alternatera, die ich irgendwie setzen würde. Sind die großen furchtbar. Die ist eigentlich ganz cool. Wird schön rot. Habe ich auch noch mehr von. Muss ich aber in zwei Lagen arbeiten, da kommen wir später nochmal zu. Das ist das allseits beliebte Kirschblatt. Was? Red Bull, Junge. Ja, sicher. Wow, ich dekoriere. Allerfeinste Nahrung, ja. Ich dekoriere jetzt noch schneller mit Red Bull. Red Bull Sponsorship brauchen wir eigentlich mal. Das ist ja eigentlich voll was für uns, Aquaristik. So, Mittagspause. Bis später. Ah, ja. Wir haben gerade einen leckeren Salat gegessen. Sehr lecker. Hervorragender Salat. Ich habe 2-3 Rotallen mit. 3-4 Stängelchen Rotalle. Und für den Axel noch was ganz Besonderes, weil er sich gewünscht hat, Vallisneria gigantea. Die werde ich hier hinten in die Ecke setzen. Hat er sich wirklich gewünscht. Mhm. Immer schön die Ecke hier hinten mit zumachen, damit man auch die Ansaugung von den Filtern nicht so sieht. Ist immer ganz praktisch. Also ich muss hier sagen, als kleinen Kritikpunkt, ich finde das ein bisschen fein hier. Von Oase. Gefällt mir von Eheim deutlich besser. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Fall, zum Beispiel hier bei Hygrophila corymbosa, die bilden ja so Freiwasserwurzeln, dass die hier angesaugt werden und die hatten schon den ganzen Filterkorb innerhalb von ein paar Wochen komplett zugesetzt. Dann habe ich hier Eheim Vorfilter drauf gemacht. Aber wenn wir hier zum Beispiel Vallisneria gigantea hinsetzen, dann haben wir das Problem gar nicht, weil die ja keine Freiwasserwurzeln haben. Und wenn die in der Ecke sind, haben sie halt im Prinzip nur hier vorne die Möglichkeit, in alle Richtungen sich auszubreiten. Und nicht, wenn wir jetzt in die Mitte setzen, hier wirklich, also drei Seiten, nur grob gesagt zwei Seiten, so ein bisschen eingedämmt, ist immer gut. Ah. Wer rief da an? Nee, das war eine Memo, ich weiß aber gar nicht, was der gesagt hat. Lauritz? Ja. Bestimmt jemand von Stachelallen erzählt. Er hat gesagt, mega geil, dicke Fische, Alter. Das ist auf jeden Fall Vallisneria gigantea. Was für eine schöne Pflanze. Richtig. Also, Freunde, wenn dieses Video irgendwie auf 10.000 Likes kommt. 10.000 ist aber auch schon sehr viel. Also nee, ich mein, warum? Viel haben wir für müssen, gewöhnlich. Man muss sich so ambitionierte Ziele setzen. Wenn ihr mir mal wirklich einen Gefallen tun wollt, dann like doch mal bitte dieses Video. Ich hätte so gerne mal 10.000 Likes unter einem Video. Ich würde es richtig hart abfeiern. Vielleicht würde ich mich sogar dazu herablassen, ein Pflanzenpaket kostenfrei jemandem zur Verfügung zu stellen. Meinst du verlosen? Vielleicht auch verlosen sogar, ja.
ja, eine Styroporbox packen, ein Herzchen drauf malen und das einfach rausschicken an jemanden. Ach, guck mal. Da ist einer eifersüchtig. Cooler Hund, ne? Da würde ich mich sehr freuen. Und der Dustin auch. Was, worüber? Der Dustin besonders. Worüber jetzt? Über 10.000 Likes unter einem Video. Dann würde ich nichts. Du könntest ein Paket zur Post bringen, in dem Pflanzen drin NF sind. NF wahrscheinlich noch, ne? NF, selbstverständlich. Also ich glaube, dass man die Anzahl der Likes verdoppeln könnte. Und das wäre bei uns ich ja glaube, so. Also ich sage ja, die Leute schaffen das ganz locker, 10.000 Likes klarzumachen. Unsere Community schafft das locker für uns. Also 4.000 Likes könnte ich mir vorstellen. Nee, ich glaube, die schaffen locker 10.000. Wir haben doch so eine schöne, geile Community. Aktive Aquarienfreunde. Ah ja, okay. Nicht was so. Ist das für eine Pflanze? Amania gracilis, glaube ich. Ah. Buntes Füllhorn der Süßwasser-Aquaristik habe ich hier mitgebracht. Buntes was? Ein buntes Füllhorn der Süßwasser-Aquaristik. Oh, ja. Jetzt geht's dir gut. Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich finde das nicht gut, wenn du mich dauernd ärgerst. Lass. Grüne Loten, meine ich. Naja. Ah, ist das überhaupt echter Lotus? Das ist der einzig wahre Lotus. Alle anderen Loten sind keine richtigen Loten. Nur der grüne Lotus ist der richtige Lotus. Jeder, der was anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung. Ich habe auch noch andere Loten. Die unechten roten Loten habe ich auch noch hier. Sondern will ich dazu sagen, dass es ja wirklich nicht richtige Loten sind, sondern nur Fake-Loten. Gehst du da eigentlich nach einem Konzept nach? Beim Pflanzen? Ja. Ich mach das eigentlich immer so, wie ich gerade Bock habe. Ehrlich jetzt. Ich mache jetzt nicht so, dass ich mir vorher irgendwie überlege, die müsste jetzt unbedingt dahin oder die dahin. Also das ist jetzt nichts, weswegen ich schlaflose Nächte habe. Guck mir das einfach an und überlege mir, welche wo wohl gut stehen könnte. Was ich immer probiere, ist halt nicht rot neben rot zu setzen, grün neben grün, sondern so ein bisschen bunt zu mischen. Finde ich eigentlich immer schöner dann. Natürlich sind die roten Pflanzen hinten und die niedrigeren vorne, ne? Selbstverständlich. Ich bin doch kein Anfänger immer. Wobei man ja schon auch sagen muss, dass Pflanzen, je nachdem, was es für ein Aquarium ist, auch unterschiedlich hoch werden bzw. unterschiedlich schnell wachsen können. Ne? Können. Können. Ludwigia. Rubin. Nein, nicht nur. Ich habe die Orange. Orange Tradafiki und Rubin habe ich auch. Ja. Ist ja immer schön, wenn man die so durcheinander mischt. Das Schöne ist, dass der Axel schon gesagt hat, dass er mich für einen ersten Schnitt buchen möchte. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Becken irgendwie in ein paar Wochen sehen. Ach, cool. Und dann einmal besprechen können, wie es denn zurückgeschnitten werden wird. Weil gerade jetzt hier bei dem, was ich hier mache, ist schon wichtig, dass man da dran bleibt. Weil die Deformis kann halt auch sehr hoch wachsen. Die wächst ja nicht so schnell, eher so dicht, ne? Wenn man die jetzt hier als Mittelgrundpflanze benutzt, dann sollte man schon gucken, dass man dran bleibt, sonst ist irgendwann vorbei. Dann sieht er nur noch hässlich aus und dann hat man da auch nicht mehr so viel Spaß dran. Dann machst du ein Schneidetutorial quasi für ihn? Ja, genau. Letztens bin ich auch von einer Kundin drauf angesprochen worden, ob ich so Seminare machen würde, wie man Aquarien pflegt und schön hält. Weiß ja immer nicht. Ich nehme mich ja selber nicht so, ne, aber... Das ist echt eine coole Idee. Wäre das für irgendjemand interessant? Hätte da jemand Lust? 10 Teilnehmer, 1000 Euro, dann würde ich das dann auch machen. Ist das überzogen? Gar nicht. Ich habe mal ein, zwei Töpfe Pinotifida mitgebracht. Hm. Weil ich ja weiß, dass du ein Freund des Wasserfreunds bist. Ich bin ein großer Wasserfreund. Nicht alle Freunde des Wasserfreunds. Soll ich denn auch was als Aufsitzer verwenden oder eher nicht so? Also solange du nicht den ganzen Ast voll machst. Aber man könnte den hier, ne? Wenn das hier alles eh so. Aber dann wächst eh da hoch von alleine. Nehmen wir lieber als Bodendecker.
So eine vielseitige Pflanze. Ist ja auch die Lieblingspflanze von wem? Vom Owner. Vom Aqua-Owner ist dort die Lieblingspflanze. Was ist denn deine Lieblingspflanze? Die Azalee. Hast du mal Azaleenscape gemacht? Das sind hier der japanische Knöterich, oder wie das ist? Der japanische Staunenknöterich? Ja. Der ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingspflanze, Junge. Hast du eben auf der Autobahn gepflückt, wer willst du eigentlich? Könnte ich mich kaum beherrschen, nicht mal eben ranzufahren und den zu pflücken. Aber ich finde die Hygrophila deformis finde ich sehr schön, wirklich. Also da geht mir immer das Herz auf. Auch ein Wasserfreund. So eine Gitterpflanze, die ist auch schon geil, ne? Das sind dein Lieblings-Süßwasserfisch. Schmetterlingsfische finde ich cool. Der nur so unter der Wasseroberfläche schwimmt. Ach der, ja, ja. Meinst du Beibauch, oder? Nein, Beibäuche sind auch sehr geil. Der mit diesen Zackenflossen. So ein brauner ist das, der hat so Flossenstrahlen nach unten weg. Da hätte ich mal richtig Bock drauf wieder. Na dann. Windeldorf-Farn. Der einzige Farn, der für die Aquaristik zugelassen wurde. Hier wird er schön aussehen, nicht wahr? Oh ja. Ein Sträußchen. Oh, die Kokosnuss. Kokosnuss, Kokosnuss. Darf natürlich nicht fehlen in einem richtigen Kokosscape. In einem richtigen Scape darf das nicht fehlen. Du hast doch vollkommen recht. Daraus könnte man bestimmt echt mal ein cooles Scape machen. So ganz viele Kokosnussschalen oder halt so ganze. Thomas hat ja auch so richtig viele verschiedene Nüsse und Schalen. Also den Motorradhelm vom Easy oder was? Genau. Meinst du? Das wäre mal cool. Ich bin da, du weißt, ich bin da nicht so für. Du bist nicht so der Biotop, ne? Kokosnussbiotop oder nicht was? Nicht so der Biotop, Mann. Wo gibt's denn das Kokosnuss-Unterwasser-Biotop? Ja, gibt ja alles Mögliche unter Wasser. Das ist richtig. Ist ja immer mal irgendwas reingefallen. Da hast du vollkommen recht. Ah, Bodendecker machst du auch? Bisschen. Dezent. Könnte ja vorne hier in die Kokosnuss. Ah ja. Brillant. Ich einen Close-up machen. Also so richtig voll ist das eigentlich, ne? Das ist schon mächtig voll. Mächtig, ja. Das kommt davon, wenn man beim Pflanzen Red Bull trinkt. Geht das einfach voll ab alles. Dann Kescher ist ab und dann würde ich sagen, befüllen wir das Ding noch. Bis zum bitteren Ende. Wir sind durch, alles fertig, Technik läuft, also beide Filter sind angeschlossen. Wir haben die CO2-Anlage in Betrieb genommen, haben hier noch einen alten pH-Controller eingebaut, den der Axel noch im Keller hatte. Der ist voreingestellt, wir haben hier eine KH von 6, die wird aber in den nächsten Tagen fallen, weil wir haben diesen wunderbaren Zoll und bekanntlich enthärtet der ja das Wasser, so dass wir wahrscheinlich irgendwo bei einer Carbonathärte von 3, 2, 1 oder irgendwie so rauskommen werden. Das muss gemessen werden, kann man hier bei dem Dennerle-Ding schön über die Autofunktion einstellen und dann reguliert der automatisch den pH-Wert so, dass der CO2-Gehalt dann stimmt. Genau. Also Technik, zwei Oase, 850 Thermo. Wir haben den letzten Aquamedic CO2-Reaktor drin, eine Eheim Reflex UV 800. Wir haben hier noch ein bisschen Beleuchtung installiert von Aquagrow. Ist ja irgendwie ein Laden in Essen. Das Licht sieht ganz gut aus, finde ich. Also macht rein optisch erstmal einen guten Eindruck. Allerdings finde ich die Kabelei von den Steckern her und so, dass so ein bisschen geht so. Das könnte man auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Man sieht die offenen Kabel, die da so in die Stecker reingehen, vielleicht einmal falsch gezogen. Ja, kleiner Nachteil noch, anscheinend sind die alle nur getrennt über einzelne Controller zu schalten. Ansonsten wirklich Licht sieht erstmal schön aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Bepflanzt haben wir. Und zwar ein bunter Strauß von Pflanzen. Der Jannis wird euch die Pflanzen auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken. Und auch diese Links sind dann Affiliate-mäßig zu erreichen. Ganz einfach online-mäßig. Wir werden ein bisschen noch dabei unterstützt. Die Scheibe beschlägt schon wieder. Der Jannis hat gerade krampfhaft mehrfach versucht, diese Scheibe sauber zu halten. Aber wir haben eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und das Wasser ist noch ein wenig frisch. Und von daher, naja, beschlägt das Ding die ganze Zeit. Ist jetzt halt so. Licht erstmal auf 6 Stunden. Ansonsten läuft halt alles so, ne?